Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weltweit am Leben dran, der Sendung der Liebenzeller Mission. Es ist faszinierend, dass es so viele Jugendliche gibt, die Lust dazu haben, sich in der weltweiten Arbeit für Gott zu engagieren. Die Liebenzeller Mission möchte gerne eine ganze Generation mobilisieren, sie in ihrem Glauben stärken und fördern. Teens in Mission ist der jugendmissionarische Arbeitsbereich der Liebenzeller Mission. Dazu zählt zum Beispiel auch die Fire Mountain Training School, die Glaubens- und Lebensschule. Wir haben einen Jahrgang der Fire Mountain Training School, kurz FTS, ein halbes Jahr lang immer wieder mit der Kamera begleitet. Einheit, Mission, Lehre, Gebet. Das ist das Motto der Fire Mountain Training School. Insgesamt 19 junge Erwachsene im Alter von 15 bis 21 Jahren besuchen gerade die Glaubens- und Lebensschule auf dem Gelände der Liebenzeller Mission. Also ich bin der Marc, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Kirchberg. Und vor der FTS habe ich Berufskolleg für Produktdesign gemacht, 2 Jahre lang. Und warum ich auf der FTS bin, ist, dass ich wollte einfach Gott ein Jahr zurückgeben oder beziehungsweise jetzt ein halbes Jahr und einfach Zeit mit ihm verbringen und da einfach weiter in der Beziehung mit ihm wachsen. Seit 2004 nehmen jedes Jahr junge Menschen aus ganz Deutschland für 6 Monate das Angebot der Liebenzeller Mission wahr. Von Oktober bis März lebt die Gruppe unter einem Dach zusammen. FTS bedeutet Fire Mountain Training School. Das kommt aus der Geschichte der Liebenzeller Mission, dass eine Schwester früher Gott gebeten hat, dass von diesem Berg feurige Strahlen in die ganze Welt gehen. Und das sind jetzt die ganzen Missionare, die weltweit unterwegs sind. Und wir sind hier eine Training School für Jugendliche, eine Glaubens- und Lebensschule, wo die Jugendlichen im Glauben wachsen sollen, Gott näher kennenlernen und einfach auch für ihr Leben Prägung, Orientierung bekommen, einen Sinn für ihr Leben neu entdecken. Um die Jugendlichen dabei zu unterstützen, bieten die Leiter ein gut strukturiertes Programm an. Der Ablauf der FTS ist in mehrere Einheiten eingeteilt. Vormittags steht Unterricht auf dem Programm. Auf dem Stundenplan stehen unter anderem biblische Themen, Persönlichkeitsentwicklung und Einblicke in die Missionsarbeit. Die Kursleiter vermitteln aber nicht nur Grundkenntnisse in theologischen Fächern. Wir haben hier relativ viel Unterricht, manches ganz praktisch, wo man Sachen einübt, Theaterstücke, Musikstücke. Auf der anderen Seite aber auch ist es unser größtes Anliegen, dass sie persönlich in der Beziehung zu Gott gewachsen sind. Es ist uns gar nicht so wichtig, dass sie nachher viele Dinge aufsagen können oder 100 Bibelverse können, sondern das Wichtige ist, dass sie persönlich einfach vorangekommen sind. Den Glauben vertiefen. Das ist für die Teilnehmer der Hauptgrund, warum sie auf der FTS sind. Lars ist 20 Jahre alt und einer von 4 Jungs. Er sieht in diesem halben Jahr auf der FTS eine einmalige Gelegenheit, seinen Glauben zu festigen. Ja, weil das eben sehr prägend ist, dann auch, finde ich, weil wenn ich jetzt eben später im Berufsleben bin, da werde ich eben die Zeit dazu eben nicht haben. Und es eben für mich wichtig ist eben, ja, das da eben was mit Gott zu erleben und eben, ja, auch mit ihm eine stärkere Beziehung einzugehen. Nachmittags werden oft Workshops und Seminare angeboten. Die erlernten Fähigkeiten setzen die Teilnehmer vor allem bei verschiedenen Einsätzen um. Ortswechsel. Inzwischen sind einige Wochen vergangen. Es ist Ende November. Die christliche Jugendveranstaltung Ich glaub's läuft an verschiedenen Orten. Junge Christen wollen damit Leute in ihrem Alter erreichen. So auch in Plochingen. Die Teilnehmer der FTS unterstützen eine dortige Gemeinde. Also es ist eine Aktion, die in der Jugendwoche über Ich glaub's mit dabei ist, dass wir eben den Jugendlichen anbieten, dass sie einen Graffiti-Workshop machen können. Dazu haben wir auch eingeladen. Und dieser Mike, der macht heute Abend dann eben Abendprogramm und deswegen ist es das Vorprogramm dazu. Bevor es mit dem Sprayen losgehen kann, gibt Mike noch ein paar Tipps weiter. Danach dürfen die FTSler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zuerst aber nur auf Papier. Mike erklärt anschließend draußen einige Grundlagen zum Sprayen. Nun können sich die Teilnehmer auf Karton versuchen, mit guten Ergebnissen. Das eigentliche Ziel der Aktion ist aber die Hauswand. Sie wird an diesem Abend den Schriftzug Jesus loves you, Jesus liebt dich, tragen. Eine Botschaft, die die Teilnehmer bei Ich glaub's weitergeben möchten. Ich find's voll cool, weil mein Herz brennt einfach dafür, dass wir Jugendlichen von Gott weitererzählen. Und es ist einfach die perfekte Möglichkeit. Und ich find's einfach auch voll cool, weil man volles Teambuilding macht. Einfach mit unserer FTS-Gruppe sind wir zusammen und sind weg und Einsätze und
Es ist ziemlich anstrengend, aber es schweißt auch ziemlich zusammen und es macht einfach voll Spaß. Zwischen den einzelnen Programmpunkten verbringen die Teilnehmer viel Zeit miteinander. Auch alltägliche Dinge wie Wäsche waschen oder Geschirrspülen gehört zum gemeinsamen Leben dazu. Das Zusammenleben auf engstem Raum ist für viele der Teilnehmer dabei eine große Umstellung. Konflikte und Herausforderungen sind quasi vorprogrammiert. Ich glaube, mein Zimmer könnte mir zustimmen. Es gab Momente, wo wir größere Auseinandersetzungen hatten. Wo einfach die verschiedenen Charaktertypen, das, wie wir gelernt haben, zu Hause mit Konflikten umzugehen oder die Sachen, die wir nicht gelernt haben, wo die einfach aufeinander geprallt sind, wo die einen vielleicht immer reden mussten und die anderen brauchten einfach Zeit. Und das sind so Sachen, da muss man einfach lernen, sich darüber auszutauschen. Und da gab es dann Punkte, wo sozusagen alles sich hochgesteigert hat und wir dann auch damit lernen mussten, damit umzugehen. Entweder wir hatten voll die schlechte Laune und voll die schlechte Stimmung im Zimmer oder wir mussten damit umgehen. Und das Coole daran ist, am Anfang, in den 6 Monaten, hätte sich, glaube ich, niemand in meinem Zimmer sich vorstellen können, dass es da gut wird. Und das Witzige ist, jetzt sind wir wahrscheinlich das Zimmer, das am bekanntesten dafür ist, dass wir nachts irgendwie voll lang reden und lachen und extrem lebendig sind und einfach die Zeit zusammen voll genießen, obwohl wir 4 total verschiedene Typen sind und vom Charakter her total verschieden. Ja. Privatsphäre ist hier oftmals nur schwer zu finden. Um dennoch einmal ein bisschen Ruhe in den turbulenten Alltag zu integrieren, gibt es das schweigende Abendessen. Donnerstagabend, 18 Uhr. Im Speiseraum der Fire Mountain Training School ist nur das Klappern von Geschirr zu hören, ansonsten kein Laut. Ungefähr 20 Minuten wird das stille Abendessen dauern. Also die Idee ist folgende, dass man nach dem ganzen Tag hier in der FTS, der sehr vollgepackt ist, von morgens mit Unterricht und gemeinsames Mittagessen und dann kommen nachmittags noch viele Programmpunkte, dass man da zur Ruhe kommt und sich nochmal neu auf Gott ausrichtet. An jedem Platz liegt während des Essens ein Bibelvers oder ein Kärtchen von einem Missionar aus. Es bleibt den Teilnehmern überlassen, ob sie ihren Tag reflektieren wollen oder über den Bibelvers bzw. das Kärtchen nachdenken und beten wollen. Mittlerweile neigt sich die Zeit an der FTS dem Ende zu. Zeit, Bilanz zu ziehen. Es war ja meine erste Schule, die ich als Mitarbeiter durchlebt habe und es war eigentlich von Anfang an sehr spannend. Es ist interessant, so die verschiedenen Phasen in so einem halben Jahr durchzuleben. Erst so die Kennenlernphase und dann weiß man, wie der andere tickt und sieht die Macken und sieht auch das Schöne bei den anderen. Und das fand ich sehr interessant und für mich ist es auch eine Ehre gewesen, teilhaben zu dürfen an dem Leben anderer. Auf jeden Fall bin ich traurig, also gerade kann ich es mir auch noch gar nicht vorstellen, dass dann auf einmal die 19 Leute weg sind und wir alleine hier im Haus sind, weil in dem halben Jahr wird man eigentlich schon wirklich wie eine Familie. Ich bin total froh, dass ich jetzt die Zeit hier hatte. Hab da draus total viel mitgenommen, hab viel gelernt, bin echt weitergekommen, auch persönlich. Und mir hat es wirklich nur geholfen und ich bin voll dankbar jetzt für die Zeit. Mir ist wieder neu bewusst geworden, worum es wirklich geht, dass es um deine Herzenseinstellung geht und nicht um das, was du tust. Also bei mir war Glaube ziemlich viel mit Pflichtgefühlen so verbunden. Und da habe ich gemerkt, dass es da einfach überhaupt nicht drum geht, sondern dass ich konnte einfach die Liebe Gottes für mich nochmal neu annehmen und ja, das war richtig cool. Eine richtig geniale Zeit und ja, also es war das Beste, was mir hätte passieren können. Einer der Höhepunkte der Arbeit von Teens in Mission ist der sogenannte Youth Prayer Congress, kurz UPC. Dieser Gebetskongress lockt jährlich mehr als 1000 Jugendliche und junge Erwachsene in den Nordschwarzwald. Beim 13. UPC bewiesen Jugendliche aus der ganzen Bundesrepublik, dass Beten nichts Altmodisches ist, sondern bei ihnen voll im Trend liegt. Einfach lautete das Motto des diesjährigen Youth Prayer Kongresses. Das Thema ist von den Veranstaltern ganz bewusst gewählt worden. Es geht schlicht um Jesus und das Beten zu ihm. Ganz einfach eben. Für Ben Geist, den Leiter von Teens in Mission, war das die wichtigste Nachricht des diesjährigen UPCs.
Die Kernbotschaft ist, Fokus auf Jesus. Richtig ganz auf Jesus aus, orientier dich an ihm, nicht an irgendwelchen Dingen, die Oma, Opa, Großeltern, Eltern irgendwann mal gemacht haben, sondern orientier dich an Jesus und dann entwickelt sich dein Leben von ganz alleine. Die Teilnehmer des Kongresses kamen genau aus diesem Grund nach Bad Liebenzell, um Jesus nahe zu sein, sich an ihm zu orientieren. Ich bin schon viele Jahre hier und weiß nicht, ich finde es einfach immer cool hier und ich kenne schon viele Leute und es ist einfach immer eine richtig coole Zeit auf dem UPC. Ich wollte wieder auftanken von Gott, ich wollte neuen Input bekommen, Menschen begegnen, Gemeinschaft erleben und ja, das einfach genießen. Auf dem Berg ist immer so eine besondere Stimmung, vor allem während dem UPC, wenn so viele Teens dabei sind, die einfach für Gott brennen, und das wollte ich mal wieder mitnehmen. Zum einen, weil ich hier eine ganze Menge Leute kenne und zum anderen, weil es einfach eine coole Atmosphäre ist. Also ich war jetzt schon 2 Jahre da und es hat mir immer sehr gut gefallen und habe viel mitgenommen für mein Leben. Beim UPC erfuhren die Teilnehmer, wie sie von ihrem Glauben an Gott im persönlichen Umfeld erzählen können. Der Kongress sollte den Jugendlichen den entscheidenden Impuls dazu geben. Edgar Lutz, Dozent an der Interkulturellen Theologischen Akademie in Bad Liebenzell und einer der Hauptreferenten des diesjährigen UPCs, brachte es auf den Punkt. UPC gibt eine neue Leidenschaft für dass Gott Menschen liebt und dass er sie erreichen will und ihr Leben verändern möchte. Dafür gibt UPC einen neuen Anstoß und wirklich auch neue Ideen, dass junge Leute sich wieder aufmachen an ihren Schulen, an der Universität, am Arbeitsplatz, wirklich was weitergeben von Gottes Liebe. Am besten sei es, so Ben Geis, Freunden und Bekannten den Glauben direkt vorzuleben. Generell mache der Glaube das Leben überhaupt erst lebenswert. Deshalb sei es so wichtig, anderen davon zu erzählen. Ich glaube, das ist notwendig, nicht nur an Jugendliche, sondern generell, dass Menschen erfahren, dass Jesus da ist, dass Jesus sie liebt, dass Jesus für sie gestorben ist. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende, was ein Mensch im Leben mitbekommen muss, erfahren muss. Das ist der Sinn des Lebens und ich glaube, das sollte jeder mitkriegen, egal ob Jugendlicher oder Erwachsener. Edgar Lutz schildert die ganz praktischen Auswirkungen des Glaubens an Jesus Christus. Ich glaube, ganz wichtig, weil Menschen, wenn sie ihr Leben ohne Jesus gestalten, am Ende viele Dinge kaputt machen. Wenn man seines eigenen Glückes Schmied ist, dann haut man viel kaputt. Und wenn Leute Jesus kennenlernen, dann wird Leben verändert. Und deshalb ist Mission so wichtig. Gottesdienste, Seminare und Gebetsworkshops luden die Jugendlichen zum Mitmachen ein. Ein Highlight des UPCs war unter anderem der Generation-Talk. Senioren standen den jungen Leuten dabei Rede und Antwort zu Glaubens- und Lebensfragen. Doch im Vordergrund stand an diesem Wochenende vor allem das Gebet. Ich glaube, dass Jugendliche hier erleben, dass im Gebet eine ganz große Macht liegt, dass dadurch Veränderung geschieht, dass Jugendliche hier erzählen, was sie erlebt haben, wofür sie gebetet haben und was sich dann in ihrem Leben oder im Leben von ihren Freunden, in der Familie verändert hat. Und ich glaube, dass dadurch sie hier erleben, beten ist nichts Langweiliges, sondern beten macht eigentlich das Leben aufregend. Nicht nur auf dem UPC in Bad Liebenzell, sondern auch im Alltag hat das Gebet für die Jugendlichen einen ganz besonderen Stellenwert. Gebet ist sehr wichtig für mich. Ich bete eigentlich täglich. Also das ist echt so, das sage ich jetzt nicht einfach nur so. Es ist mir einfach wichtig, das immer so zum Runterkommen am Abend. Einfach nochmal so einen Tagesabschluss, nochmal irgendwie so alles mit Gott so abchecken, wie der Tag so gelaufen ist, mit ihm sprechen, und das tut dann einfach gut. Also das Gebet ist einfach, Gott weiß das, was einfach Mitmenschen nicht wissen. Gott weiß, was in dir vorgeht, und du musst nicht viel erklären, wie du dich fühlst. Er weiß einfach dein Gefühl. Und das ist einfach toll, trotzdem zu sagen, Gott, ich bin dir dankbar, dass ich heute Morgen überhaupt aufgestanden bin und dass ich gesund wieder ins Bett gehe. Ja, einfach Beziehung mit Gott, dass man wirklich einfach alles loswerden kann, was man so auf dem Herzen hat. Und ja, das ist einfach schon so das Wichtigste irgendwie in meiner Beziehung zu Gott, dass man wirklich mit ihm reden kann. Ich wünschte manchmal, dass ich es noch mehr leben würde, aber eigentlich ist das Gebet für mich diese ständige Unterhaltung mit Gott und mit Jesus, ja, mit ihm den Alltag zu erleben. Und so auch, dass er mich darauf aufmerksam macht, was ich vielleicht sonst nicht sehen würde, vielleicht den Bettler an der Straßenseite. Daher war es auch keine Frage, dass die Gebetsnacht am Samstag den Höhepunkt des UPCs darstellte. Eine Band stimmte die Jugendlichen auf den Abend ein und forderte zum Mitsingen auf. Danach wurden rund um das Missions- und Schulungszentrum zahlreiche Gebetsstationen angeboten. Dort konnten die Teilnehmer für verschiedene Bereiche in ihrem Leben beten. In diesem Jahr war sogar die Feuerwehr aus Bad Liebenzell vor Ort.
An dieser Station beteten die Jugendlichen für Unfallopfer, Notfallhelfer, Ärzte und Seelsorger. Eine weitere Besonderheit des Abends war das Gebet für Missionare. In der Gebetsnacht konnten die Jugendlichen ausprobieren, welche Gebetsform sie persönlich anspricht. Ich glaube, dass jeder seine Art entdecken muss, wie bete ich. Ich glaube, dass manche Rituale helfen können, wie Hände falten oder so, um sich nochmal zu konzentrieren. Aber wenn das für jemanden eher ablenkend ist, die Augen zuzumachen, dann soll er die Augen aufmachen. Und wenn jemand gerne im Raum rumläuft, dann soll er rumlaufen. Einfach so, dass man sich wirklich aufs Gebet ausrichten kann und auf Jesus ausrichten kann. Und nicht, es geht nicht um die Form, es geht nicht ums Ritual, sondern darum, wie kann ich Jesus begegnen. Genauso vielschichtig wie die unterschiedlichen Gebetsformen der jungen Menschen waren die Eindrücke, die sie vom UPC mit nach Hause nahmen. Ja, ich glaube, am meisten nehme ich viele interessante Eindrücke und Anreize mit für die Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde. Die Sachen, die man hört, die überdenkt man natürlich auch und geht die Sachen nochmal durch. Und man sammelt natürlich auch Erfahrungen und versucht es halt im Alltag umzusetzen. Ob beim Beten, Singen oder im Gespräch mit anderen, es war ein sehr intensives Wochenende mit vielen geistlichen Impulsen. Edgar Lutz fand für die Teilnehmer die passenden Worte zum Ende des UPCs. Ihr seid die Generation. Gott hat noch sehr viel mit euch vor, aber richtet euch aus auf ihn und lasst euch von ihm gebrauchen. Sagt Ja zur Verantwortung, die Gott euch gegeben hat, und nehmt sie mit vollem Herzen an. Habt keine Angst davor, auch bei dem Versuch, die Sachen umzusetzen, zu versagen. Da geht manches schief, aber Gott macht noch Großes mit euch. 3 Tage unter dem Motto einfach gingen für die Jugendlichen wie im Flug vorbei. Einfach vorbei ist nach dem UPC jedoch nichts. Einfach weitermachen, einfach glauben. Zu den Projekten von Teens in Mission zählt auch die missionarische Aktion REACH. Bei REACH wollen die Mitarbeiter Jugendliche dazu motivieren, anderen von Jesus zu erzählen. Außerdem werden die Gaben der Teens entdeckt und gefördert. Sie sollen lernen, dass Glaube ganz lebendig im Alltag erlebt und gelebt werden kann. Missionarische Einsätze in ganz Deutschland gehören dazu. Wie das genau aussieht, sehen Sie jetzt. Reichenbach im Vogtland. Aus einem alten Fabrikgebäude hallt fröhliches Gelächter und lauter Gesang. Rund 150 Jugendliche haben sich hier zum Vorbereitungskongress für die REACH-Einsätze in ganz Deutschland eingefunden. Auch wenn Deutschland als christliches Abendland gilt, überall ist die frohe Botschaft über Jesus noch nicht angekommen. Das ist die Erfahrung aus den vergangenen Jahren, dass wir erleben, dass eben doch ganz viel Not da ist, dass Menschen verzweifelt sind, einsam sind, hilflos sind und sich fragen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, warum bin ich hier? Oder Verletzungen erlebt haben und dann Antworten suchen und Fragen stellen. Die Jugendlichen aus aller Welt sind in kleine Teams eingeteilt. Während der Woche in Reichenbach gibt es viele Seminare, Workshops, Zeit für Begegnung und Ruhe zum Bibellesen und Beten. Und natürlich ist auch viel Zeit für die Teammitglieder, sich gegenseitig besser kennenzulernen. Eine der Gruppen hat nach dieser Woche einen Einsatz im hessischen Griesheim. Johannes, Philipp, Micha, Sophia, Rebecca, Chiara und Annie sind hochmotiviert und konnten auch vom Kongress schon einiges mitnehmen. Also ich will auf jeden Fall Leute zum Glauben bewegen, dass die einfach auch mal von Gott erfahren, die vielleicht die Chance noch nicht hatten, dazu von Gott zu erfahren und einfach zeigen, wie dadurch das Leben irgendwie, was man da alles fürs Leben geschenkt bekommt durch Gott und auf jeden Fall denen halt irgendwie so Gottes Liebe zeigen. Ich finde es voll geil hier, dass einfach Leute so offen sind, dass jeder mit jedem reden kann, dass keiner irgendwie zu ist oder irgendwie dich irgendwie blöd anmacht oder so. Einfach jeder ist offen und jeder redet mit dir und ja, das ist einfach genial. Dass man halt zusammen viel mehr erreichen kann. Wenn man jetzt allein auf die Straße stehen würde, dann traut man sich vielleicht nicht, irgendwelche Leute anzulabern oder irgendwie ein Lied zu singen oder so. Aber wenn man zusammen ist und man hat Freunde, die einem ermutigen und einem sagen, ja komm, mach das, trau dich, dann kriegt man das hin. Für Johannes und Philipp ist der Einsatz in Griesheim ein Heimspiel. Doch genau das bereitet Philipp ein wenig Kopfzerbrechen. Also wir sind ja in unserer Heimatstadt und dann kennen wir die ganzen Leute da. Und dann ist es, glaube ich, nochmal ein Ticken schwieriger, die zum Glauben zu bringen, einfach weil man die auch nochmal kennt. Und ja. Aber ich hoffe einfach, dass wir richtig viele Leute da hinbringen.
Und dennoch, schon alleine der Kongress hat bei ihm ein Wunder vollbracht. Ich habe mich zum Beispiel jetzt mit meinem Papa vertragen, wo wir auch wirklich lange Streit hatten. Und das hat mir eigentlich auch schon Mut gegeben, einfach das anderen weiterzugeben. Die Teamleiter Karl Nebe und Katharina Schmidt kennen das Team zwar auch erst ein paar Tage, dennoch sind sie sicher, mit diesen Teenies können wir was bewegen. Einige Tage später, in der evangelischen Melanchthon-Gemeinde im hessischen Griesheim ist Jugendabend. Ein Thema, über das sich gerade Jugendliche eher weniger Gedanken machen, ist der Tod und die Frage, was kommt nach dem Tod? Und genau darum geht es heute. Aufgelockert wird das ernste Thema durch Spiele und ein Theaterstück. Alle sind mit Spaß bei der Sache und gleichzeitig mit dem nötigen Ernst. Der nächste Morgen. Das Team beginnt jeden Tag mit einer kleinen gemeinsamen Andacht. Danach sieht jeder Tag anders aus. Jeder hat eine Aufgabe. Chiara beispielsweise ist die Küchenfee und teilweise für 20 hungrige Münder zuständig. Und das ist gar nicht so einfach. Nach dem gemeinsamen Mittagessen geht es los. Heute findet die große Beachparty statt, auf die sich das Team schon die ganze Woche freut. Dafür dürfen sie den Spielplatz des benachbarten Kindergartens benutzen. Sobald die Kinder aus dem Haus sind, geht es los. Planschbecken, Grill, Bar und vieles mehr werden auf das Gelände getragen und jeder packt mit an. Karl und Katharina freuen sich über die Entwicklung, die die Jungs und Mädchen innerhalb von 2 Wochen durchgemacht haben. Wir haben durch das Anleiten und das mit Hineinnehmen von Jugendlichen haben wir das erreicht, dass sie sich überwinden haben lassen, so selber Schritte im Glauben zu gehen, sich herausfordern zu lassen und das auch anderen weiterzusagen. Also ich finde, man hat total gemerkt in der Zeit, dass die Teenies viel mehr zusammenwachsen, dass sie offener werden und sich ganz viele Sachen trauen und dass sie auch viel mehr füreinander da sind. Und wenn einer Probleme hat, alle gleich sich drum kümmern. 19 Uhr. Die Party kann beginnen. Die Angst, ob überhaupt Leute kommen, war vollkommen unberechtigt. Schon vor 19 Uhr kommen die ersten Gäste. Viele von ihnen waren schon bei den Jugendabenden dabei. Das REACH-Team Griesheim ist begeistert. Auch während dieser Party kommen geistliche Impulse nicht zu kurz. Ebenso wie Spiele, an denen sich alle beteiligen können. Die meisten der Teammitglieder hatten sich gewünscht, nachhaltig bei den Menschen was bewegen zu können. Wir haben Leute vielleicht nicht gleich bekehren können, aber wir haben sie ja so hinbekommen, dass sie sich jetzt interessieren dafür und dass sie einfach dranbleiben, dass sie auch gerne hierher kommen. Die haben auch gesagt, dass sie es voll gut fanden und dass sie was mitgenommen haben für sich und für den Glauben. Und die kamen halt jetzt echt jeden Abend, die ganze Woche jeden Abend und haben auch immer gesagt, sie wollen wiederkommen und so. Und irgendwie glaube ich, wenn sie jetzt halt die Umgebung hier gut fanden und die Leute, die glauben und so auch schätzen, dass das für sie auf jeden Fall was bewegt hat. So viel sie auch investiert haben, die Jugendlichen haben selbst viel von ihrer Zeit bei REACH mitnehmen können. Ich habe auf jeden Fall in ganz vielen Kleinigkeiten gemerkt, dass Gott durch uns gehandelt hat teilweise. Also auch gerade bei einem Straßeneinsatz in Darmstadt. Kam es mir so vor, als ob wir gar nichts bewirken. Und dann habe ich mit der Sophia zusammen gebetet und dann war da plötzlich so ein Mann und der hat sich mega dafür interessiert und der hatte noch nie was von Jesus gehört und mit dem hatte ich voll das gute Gespräch. Ja, ich habe meine Familie schätzen gelernt, also ich habe irgendwie gemerkt, wie gut ich es eigentlich habe und das ist mir vorher nie so aufgefallen, aber... Krass war die Herausforderung, überhaupt herzukommen und dann auch zu denken, okay, habe ich den Jugendlichen, habe ich der Gemeinde, habe ich fürs Reich Gottes überhaupt was beizutragen? Und das dann aber, diesen Anspruch, den ich mich selber habe, zu merken, okay, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach um Nachfolge zu leben. Und das ist genau das, was Gott erwartet oder was den Christen glauben, was ich für mich gemerkt habe, meine Erwartungen zurückzuschrauben, einfach Gott machen zu lassen. Ich glaube, dass ich auch selbst im Glauben wieder wachsen konnte, weil es doch irgendwie immer eine sehr coole Erfahrung ist, so eng aufeinander zu hocken und den Glauben gemeinsam zu leben und gegenseitig sich weiterzuhelfen oder voneinander zu lernen. Und ich nehme auch mit, etwas offener von Jesus weitererzählen zu können, als ich das bisher vielleicht gemacht habe.
REACH ist eine Aktion, bei der Jugendliche Gottes Wort in die Welt hinaustragen. Und gleichzeitig werden sie von Gott reich für ihren Einsatz beschenkt. Jeder auf ganz eigene Art und Weise. Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wenn Sie mehr über unsere Jugendbewegung Teens in Mission erfahren wollen oder wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserer Sendung haben, dann rufen Sie uns doch einfach an. Unter der Nummer 0185 33 50 15 sind wir gerne für Sie da. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, weltweit am Leben dran. Weltweit am Leben dran, das TV-Magazin der Liebenzeller Mission. Diese Sendung ist auch auf www.weltweit-magazin.de zu sehen, sowie auf DVD erhältlich.